El Abrezo, mein Freund, El Abrezo. Oder was weiß ich, Calabreso oder was weiß ich, Brokkoli. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA The Ballad of Gay Tony. Was macht der da gerade? Tanzt er etwa zum Mucke? Okay, yeah. La Fiesta! Hey. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, er tanzt auf jeden Fall eine flotte Runde. Wir hocken hier gerade im Cab, im Taxi. Und, naja, wir fahren gerade zu Yusuf. Ja, wir sind so cool und fahren mit dem Taxi zu Yusuf. So, komm, fahr mal ein bisschen schneller hier. Komm, fahr mal ein bisschen rein da. So, wir überspringen die Fahrt jetzt mal, weil das sehr langweilig ist. Das hätten wir so ein Let's Drive machen können, aber das lassen wir mal. Wie gesagt, wir fahren jetzt zu Yusuf. Ich glaube, wir sind sogar schon da, genau. Hier wohnt der gute Yusuf. Guck mal hier, direkt im nobelsten Viertel aller Viertel. Direkt gegenüber vom Libertonian Museum. Da haben wir ja auch schon eine Schießerei gehabt, ne? Könnt ihr euch erinnern. Ja, und ich würde sagen, da gehen wir doch direkt mal rein. Zum guten Yusuf. Sexy time. Hallo? 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 Hey, man! Hey, nigga! What's up? What's up? So Alter. Glad you could make it, man. Seriously. Fucking A. You're for real, man. Yep. You okay, bro? No, I'm fine, man. I got a couple of bitches upstairs. Hot ones, not cheap. Nice. Hey, man. You wanna join in? No, I'm cool, man. Cool. Yeah, of course. Oh, to be honest, anyway, after I finish with them, they'll be out of commission anyway. I'll bang them to pieces. After I finish with them, they look like they've been dragged through the fucking desert. Oh, wow, good for you, man. Good for you. Listen, so okay. What do you want? You see this city? I own it. Everything. Seriously. Really? No. But one day. I'm building 60 skyscrapers, man. Condos, penthouses, luxury apartments. Serious shit. But I tell you, oh, man. Oh, I love this song. You know this song? Oh, yeah. We get hey, rap money. Hey, you don't dance? Not with dudes, bro. You see this city? I run it. I run everything. I'll show everyone. I mean, look at this shit here. This is a gold phone. Solid. Beat that, daddy-o. Wow, great, man. That's great. Wait. I'm the real deal, nigga. I'm the real thang. Sure, bro, sure. So what do you say? You gonna help me out? Tony says you can handle yourself. Maybe, man. What do you need? I need to shut my fucking father up. Whoa, I ain't killing your father, bro. No, I know you're not. I needed to get a helicopter for him. You know? And I found it. It's a military issue. Beautiful machine. Sexy. The company that built it, they have a display model on their boat. And that will shut him up. You know, show him I've got good connections, you know, and pay him the respect he deserves. Is that porn playing up there, bro? No, man. That's real women. Trust me. And I ain't paid shit. Okay, so you want me to get you a helicopter, and that'll make you that happy? You better be the real deal, man. You know, I tell Tony that we work together, huh? I'm going to make you both very rich men. We'll open up nightclubs all around the world. China, Pakistan, Timbuk fucking too, anywhere you want. But you know what this means? You and I, we are brothers, we're partners. Okay. Give me a call when you get there. Now I've got to attend to some business. Ladies! Prepare to suffer! Au wallahi! Ja, der Yusuf, der ist schon... Also, ist schon ein hotter Boy, muss man schon sagen. Ne? Ist schon ein Kracher. Ein richtiger Knallhase. Naja, ich würde sagen, wir suchen jetzt gerade erstmal ein Auto. Wir brauchen erstmal eine Karre, womit wir überhaupt fahren können. Wir haben irgendwas Gescheites, irgendwas, was nicht total peinlich ist. Naja, das sieht alles. Oh Gott, hier, ach, guck mal da vorne. Da haben wir doch direkt mal ein Autohaus. Das ist doch super. Ja, ein Grotti, das ist doch nicht schlecht. So, lass nehmen wir einen da. Lass mich rein da, Alter. Hä, warum kommen wir denn da nicht rein? Ist nicht geöffnet oder was? Was soll die Scheiße denn?
Mazdas luxuriöse Autohaus hier und dann kommt man da nicht rein? Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Mann! Das ist doch kacke. Okay, dann nehmen wir halt den. Das ist auch hässlich. Ey, was bist du denn jetzt von mir, Alter? Warte mal. Na komm. Hau mich. So ein bisschen Blei in der Hand, das macht schon. Das ändert deine Meinung, ne? Sag ich dir nämlich. So, pass auf. Hier sind aber auch überall Cops. Ach, hier ist ein LSPD. Alles klar. Deshalb sind hier überall Cops. Das erklärt's natürlich. Wir sind trotzdem mal einfach so frei. Das Auto ist eh viel zu groß für dich. Hau ab. Okay, wir haben direkt vor dem LCPD-Gebäude ein Auto geklaut und die Polizei interessiert gerade an Feuchten. Welcome to America. Naja, so. Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Wir müssen eine Yacht stehlen oder sowas? Oder doch irgendein Flughafen, ein Flugzeug, ein Hubschrauber? Ich hab's jetzt gar nicht irgendwie so richtig auf dem Schirm gehabt die ganze Zeit. Naja, wir gucken mal. Oh, kommen wir da durch? Ah, passt schon irgendwie. Geht schon. Geht schon. Muss ja, ne? So, jetzt. Ach, warte mal, hier ist ein Burgerladen. Bevor wir jetzt irgendwas machen, stellen wir uns erstmal kackend frech auf den Zebrastreifen hier. Die Tür machen wir mal sicherheitshalber zu, dann gehen wir mal erstmal einen schönen Burger schmatzen. Wehe, du nennst mich Motherfucker. Give me one bleeder, man. Give me a bleeder. Alles klar. War das zu Feierabend? Nein, natürlich nicht. Motherfucker. So. Alles klar. Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen aufgeladen, was die Lebensenergie angeht. Jetzt fährt er mir eine Delle in mein neu geklautes Auto, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das sind nicht mal First World Problems, Alter. Richtig nice. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Ammunition finden. Ich glaub's fast nicht. Müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben, Alter. Hi. Passt schon. Alles gut. We're alive. So. Erstmal müssen wir an den Hafen. Ich glaube, am Hafen war das, ne? Mit der Yacht. Nicht immer Yacht, glaube ich. Können wir machen. Für den alten Yusuf. Der kann sich doch auch einfach selbst eine kaufen, oder? Ich meine, der hat so viel Geld. Da kann er sich doch so einen Militärhubschrauber oder so eine Yacht auch kaufen. Das ist doch gar kein Problem. Eigentlich. Und wenn er nicht drankommt, weil er die Berechtigung dafür nicht hat, dann kann er sich doch eine Berechtigung dafür kaufen. Weil der Kerl hat doch genug Monetos. Los Monetos. Ach, hier sind wir jetzt. Oh ja, interessant. Ach, das ist mal das schöne Auto. Ach, das ist aber blöd. Will ich eigentlich gar nicht. So, begib dich an Bord der Yacht. Welche Yacht denn? Ach, ganz da hinten, Alter. Boah. Gottes Willen. Was nehmen wir denn hier? Ja, nehmen wir so ein Motorbötchen hier, wa? Ich denke, das sieht ganz nice aus. Sind das... Das sind Dosen, das ist ja lecker. Hier, natürlich in Pink. So wie sich das für den echten Tobi gehört. Bei uns gibt es Motorb... Alter, was für ein Riesenteil. Ein Smuggler ist das hier. Also das mit dem Riesenteil höre ich natürlich öfter. Aha. Aber hier, Kinoperspektive. Yeah! Alter! Ja. Weil mein war das einzige Boot und Tobi fährt voll drauf. Gar kein Problem. Alter, auch schon nach Patrouillenbooten, die Yacht beschützen. Ja, ist kein Problem, ich kann mich wehren. Das sind ja Patrouillenboote. Achso, ist wieder das scheiß Ding da hinten. Ja, er kriegt die Fresse. Fährt das Ding da vorne? Nee. Ach, der will den Helikopter. Aha. Der Helikopter soll es also sein. So. Okay, wir springen mal hier raus. Gleich. Und zwar jetzt. Schon haben wir das Patrouillenboot auch super umgangen. Boah, ich hoffe, ich krieg das mit dem Helikopterfliegen hin, Alter. Das glaube ich nämlich nicht so wirklich. Ach du Scheiße. Joa, schönes Ding. So, klau den Helikopter.
Das wird aber nicht ohne Schießerei klappen, oder? Na, schauen wir mal. Tschüss! This ain't like any other chopper I flow. Bring den Helikopter zum Helipad. Okay. Okay, es sollte aber eigentlich wie bei GTA gehen. Ne? Wenn du in einem Helikopter sitzt, erscheint mit dem Radar ein Höhenmesser. Er zeigt deine Höhe über dem Meeresspiegel an. Über dem Meerespegel. Nee, Spiegel, passt schon. Okay. Geiles Ding. Hey, I got it. Alright, homie. Now the guys you took it from Alter. Inappropriate individuals. These are some terror cell war. Nice. Das zerstöre die. Okay. Ach du Kacke, das hättest du mir aber früher sagen können, Kollege. Muss aber mal ein bisschen. Miniguns? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Raketen mit X. Mini, Dingens hier mit A. Mal bei der Treppe, ich weiß es nicht. Nee. Okay, müssen wir ein bisschen runter, ein bisschen langsamer. Boah. Alter. Okay, die haben wir, glaube ich, ganz gut getroffen gerade. Ich glaube, wir haben's. Alter. Wir sinken. Every night in my dream, I see you. Ach ja, bist du auch noch damals? Schalte die flüchtigen Waffenhändler aus. Ach du Scheiße, ey, auch noch? Boah, das ist aber nicht so einfach, ne? Naja, wir gucken. Boah, Pisser. Yeah, einen haben wir schon mal. Boah, ich kann das doch nicht, Alter. Einfach mal Dauerfeuer hier. Boah. Scheiße. Ich dachte, ich treffe die Pisser. Nee. Boah. Boah, die Kamera, Alter. Geräusch, ne? Dieses. Mann, einer wurde echt gut getroffen. Ah, fuck you, Alter. Boah. Ich muss ein bisschen weiter vorfliegen, glaube ich. Ich glaube, das ist es. Oder hinter ihnen her. Das wäre natürlich auch gut. Naja, ist gut. Nein! Nein! Der scheiß Wellengang, Alter. Ach, das ist doch kotig, Alter. Ah. Scheiße, Mann. Ja, komm. Alles gut, Sam. Wir machen es nochmal. Oh, fuck, ey. Bitte lass uns im Helikopter aber schon starten. Das wäre super. Ja, danke. Bah, gut. So eine Kacke, ey. Okay, mal gucken. Vielleicht nicht so hoch, aber auch nicht zu tief. Das ist das Problem. Das ist Dinges. Vielleicht soll ich tatsächlich doch mal den Höhen besser benutzen. Ja, einen haben wir schon mal.
komm. Yeah. So, einen noch. Naja. So, den einen werden wir jetzt aber wohl noch kriegen, oder? Komm schon mal. Wir müssen auf jeden Fall von hinten kommen. Das klappt besser. Nein, das gibt's doch gar nicht. Hier, komm schon. Jetzt mach ich euch platt, Alter. Nein, drüber geschossen. Das gibt's doch nicht. Naja, Warning nicht nur. Na komm schon, Mann. Ja! Boah. Okay, das ist tatsächlich ganz gut, wenn man mit diesen Dingern hier anvisiert. Mit dem Maschinengewehr und dann die Raketenschuss. Perfekt. We're brothers now, blood brothers. They were the baddest cats out there. Shit fucking cats. Just bring the copter to my helipad. My best boy Ahmad is waiting for you there. Okay. Cheer up, brethren. Don't think about it. Yallah, think of the palaces we'll build together. The zoos we'll build. Endangered species you thought didn't exist no more. Saber-toothed dodos and shit. Women in gold cages. You name it. There's everything to be happy about. Dreams, amigo. Dreams. I got the go, bro. Keep on dreaming. Okay. Fly safe. Ja, sehr, sehr geiler Helikopter auf jeden Fall. Der macht eine Menge, Menge Fun, das Ding. Yeah. Oh, warte. Da waren wir doch schon. Wir sind schon vorbeigeflogen. Ich hätte noch eine Stunde weiterfliegen können, ey. Aber wir müssen ja zu Yusuf. Das ist also sein Haus hier, alter Schwede, ey. Ist ja voll, das Ding. Ich glaube, wenn ich in meinem eigenen Helikopter sitzen würde... Ich glaube, ich würde sowas von wegkotzen, einfach nur. So, schön langsam. Perfekt. Yeah. You must be Lewis. Dude, crazy ride you got here. Tell me about it, bro. You're a med, right? Useless boy. That crazy motherfucker. Some serious military-grade shit. He could have had all the gold in the world, but he's obsessed with what they want, seller. Ach so, er haut damit jetzt einfach ab oder was? Naja, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Ich denke, das war in Ordnung. Ja, wir haben es auch ganz gut gemacht hier. Leider zu viel Schaden, aber zerstörte Boote 3? Wie viel hätten wir denn, wie viel hätten wir denn zerstören müssen? Naja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play GTA 4 The Last... Nein, The Ballad of Gay Tony. So heißt das Spiel. Bis dahin, ciao.